frei und wir starten dann. Wir machen den Weg frei. Ihr habt ja ganz andere Aufgaben gerade, wie man sieht. Die Volksbank Schermbeck mit dem Motto bombensicher unsere Geldautomaten. Pass rein. Wie man sieht, ein bisschen Selbstironie ist dabei. Kommt ihr nur darauf? Große Klasse. Motto für den Erhalt unseres Dorfkerns. Sehr schön. Schunkerer, der rheinisch-westfälische Hof. Jemand Musik mitgebracht. Start Nummer 6. KC Scherle Umtrunk. Das Motto: Bieraktivist. Ihr wolltet euch auf die Straße kleben. Na? Ist zu nass, hält kein Kleber, ne? Ja, da musst du den anderen mal sagen, dass ich überall festkleben. Nicht so runde. Mach's rein. Herzlichen Dank besonders für den an den die Start Nummer 7. Als Disco-Kugel sehr gut erkennbare Mannschaft. Schermbeck braucht Kneipen, so auch Obercamping. Schön gemacht, Jungs. Feuer frei, ab auf die Runde. Es geht weiter. Start Nummer 13, die Kegelköpfer. Erstes Mal dabei. Ganz großer Applaus für unsere Jugendkegelclubs auch, die es glücklicherweise in Schermbeck immer noch gibt. Das Motto auch hier: Klimakleber, auf die Straße kleben ist der falsche Weg. Ja, Bierflation, richtig. Tom, dann mach was dagegen. Macht eine schöne Runde, schön, dass auch ihr dabei seid, wir freuen uns auf euch, aus geht's. Bumsgetreide. Start Nummer 14, die Frille Kids. Sehr schön verkleidet, Schermbeck karibisch. Ihr seht auch karibisch aus und bringt ein sommerliches Flair auf den Schuhen. Sehr hübsch. Und was ihr uns zu zeigen habt. Und los geht's, zeigt Schermbeck, wer ihr seid. Da wollen wir mal gucken, ob das Ding gut ist.
kommt mehr wieder hoch, als wieder runtergehen könnte. Ja. Guck, welche Zahlen drunter liegen. Ach so, ja. Ich meine, weil der Mann gibt es. Liebes Publikum, wir starten jetzt gleich die Schnelligkeitsrunde und darum haben wir die ganz dringende Bitte, die Strecke ganz frei zu machen. Ich sehe jede Menge Menschen, die auf der Strecke sind. Das ist auch ganz toll, dass ihr euch so dafür interessiert, aber die Sicherheit sowohl von euch als auch der Teilnehmer ist uns ganz, ganz wichtig. Deswegen die dringende Bitte, haltet die Strecke richtig gut frei. Die gehen gleich mit richtig Geschwindigkeit darunter. Und die Karren, ihr habt es gesehen, die haben ein unterschiedliches Gewicht. Bitte helft uns, dass dann nichts passieren kann und haltet alles schön frei. Vielen Dank im Voraus. Aber mit Geschwindigkeitsrunde wird da nichts werden. Die Schienen glühen! Nee. Das tun sie immer!
Die überholen die jetzt nochmal. Wo ist denn der Rest? Noch ein Einzelner? Ah, der Rest kommt auch noch. Thank you.
noch gar nichts mit.